2021 hat der User Karl92 auf der Seite What That Song einen 18 Sekunden langen Clip eines unbekannten Liedes gepostet, in der Hoffnung, dass irgendwer mehr dazu weiß. Die einzigen Informationen, die er dazu gegeben hat, waren Mitte 80er Jahre, schlechte Qualität, in Klammern Everyone Knows That. In den Kommentaren meinte Karl92 noch zusätzlich, er hätte diesen Song in einem Stapel von CDs gefunden und die Aufnahme stammt wohl aus dem Jahr 1999 und er habe damals versucht, Musik mit seinem PC aufzunehmen. Ziemlich schnell hatten sich einige Leute aus dem Forum gefunden, doch keiner hatte nur eine geringe Ahnung, was das für ein Lied nun sein könnte. Es wurde nach mehr Informationen gefragt, doch Karl92 wusste selbst nichts weiteres zu dem Lied. Es dauerte nicht lange und viele Fans von Lost Media halfen auch bei der Suche. Auf Reddit und anderen Foren finden sich viele Theorien und Erkenntnisse, wie zum Beispiel, dass der Song wahrscheinlich von einem Fernseher aus aufgenommen wurde oder potenzielle Sänger. Auch mögliche Werbespots, die nie veröffentlicht sein könnten, wurden untersucht, doch ohne Spur. Sämtliche Fortschritte, die bei der Suche nach diesem Song gemacht wurden, sind bisher eigentlich ziemlich überschaubar. Wenn ihr mehr ausführlichere Details zu dem ganzen Fall hören wollt, kann ich euch das Video von All Things Lost empfehlen. Ich bin durch dieses Video auch erst überhaupt das Thema gekommen und ich gehe heute nur auf aktuelle Erkenntnisse ein und rede so ein bisschen über meine eigenen Theorien. Als ich heute für die Recherche des Videos auf der What's That Song Seite geschaut habe, meinte Nutzer namens JSphere, dass der Hinweis, dass der Song von einem Fernseher aus gespielt wurde, wahrscheinlich gar nicht stimmen könnte. Er geht darauf ein, dass die Frequenz, die in dem Audioclip vorhanden ist, gar nicht von einem Fernseher stammen kann, sondern eher von einem kleineren Gerät, das zusammen mit anderem Audio-Equipment irgendwo fest eingebaut ist. Und somit ist die Theorie, dass der Song aus einer Werbung oder ähnlichem stammt, nicht zu 100% richtig. Wie ich finde, ein sehr wichtiger Hinweis, denn vielleicht haben die Leute jahrelang falsch gesucht. Es wurde sich immer festgefahren, dieser Clip kommt aus irgendeiner Werbung oder irgendeiner Fernsehsendung wie zum Beispiel MTV oder sowas. Doch jetzt wissen wir, zu großer Wahrscheinlichkeit wird das nicht stimmen. Auf TikTok habe ich das Video von Prod by Mac Mach gestoßen, der in dem Audioclip den Lindrum Clap Sound gehört hat. Die Lindrum war eine sehr beliebte Soundeinheit, mit der man Schlagzeugsounds damals erstellen konnte. Und er konnte somit feststellen, dass der von Karl92 aufgenommene Clip zu großer Wahrscheinlichkeit zu schnell abgespielt wird. Mac hat den Clip auf ein anderes Tempo korrigiert, das dem Sound der Lindrum Clap mehr ähnelt. Ursprünglich hatte ich jetzt hier einen anderen Teil drin. Ich habe aber mal ein bisschen recherchiert, der war komplett falsch. Deswegen, es ist jetzt zwar heruntergestellt in der Geschwindigkeit. Viele sagen jetzt dazu aber, dass es vielleicht doch nicht richtig klingt und dass das in der schnelleren Variante doch wahrscheinlich eher richtig ist und dass sie diesen Lindrum-Clap-Sound einfach für diesen Song schneller gemacht haben, was in vielen 80er-Jahres-Songs auch der Fall war. Auf TikTok habe ich dann noch einen anderen Nutzer gefunden, der behauptet, er habe das Original gefunden. Seine Spur führt auf eine Wix-Seite, die aber in meinen Augen ziemlich unprofessionell aussieht. Angeblich soll der Song bzw. der Ausschnitt für eine spanische Dokumentation genutzt worden sein. Der Name vom Song: Tell Me The Truth von Mia McHullough. In dem Clip wurde jedoch nur der von Karl92 hochgeladene Clip als Audio genutzt. Und auf der Seite lassen sich ebenfalls nur zwei andere Artikel finden, der eine von Fortnite. Diese Spur konnte also schnell ausgeschlossen werden. Der Ersteller wollte damit wahrscheinlich nur Aufrufe generieren, denn naja, jeder kann sich seine eigene Wix-Seite erstellen. Das ist, kostet kein Geld, ist einfach. Das ist wahrscheinlich das, was er gemacht hat an einem Nachmittag. Deswegen, die Spur ist raus. Seit dem Originalpost von Karl92 haben natürlich unzählige Nutzer versucht herauszufinden, welches Lied das denn nun ist. Aber werden wir jemals den kompletten Song hören? Hier einige meiner Theorien. Was viele spekulieren, ist, dass der ganze Clip vielleicht einfach nur KI generiert ist und Karl92 den nur erstellt hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Alle, die in der Suche involviert sind, würden dann natürlich getrollt werden,
Wäre natürlich schade, denn dann wüssten wir, dass dieser Song gar nicht existiert und eine Suche wäre somit vergebens. Halte ich und viele andere für ziemlich unwahrscheinlich. Der Clip wäre dann nämlich aus spätestens 2021, das ist ja dann, wann er das gepostet hat. In dem Jahr war KI aber noch lange nicht so weit, Musik zu generieren, denn KI-Musik aus 2021 hört sich eher an wie kompletter Zufall. Meiner Meinung nach ist die Theorie kompletter Schwachsinn und falsch. Was aber dafür sprechen könnte, sind die Lyrics. Everyone knows that, jeder weiß das. Und zum Schluss, tell me the truth, sag mir die Wahrheit. Die beiden Zeilen können so ein kleiner Hinweis darauf sein, dass die ganze Sache vielleicht doch nur ein großer Streich ist. Wer weiß. Kommt der Clip vielleicht aus einer Werbung, die nur ein paar Mal gesendet worden ist? Auch eine gängige Theorie, die in meinen Augen jetzt aber ja, weniger wahrscheinlich geworden ist, dadurch, dass der Nutzer JSphere auf What's That Song mehr Infos zur möglichen Entstehung gegeben hat und natürlich auch gesagt hat, dass es nicht unbedingt von einem Fernseher kommt, daher, warum sollte ich Werbung auf ein Audiogerät packen? Deswegen unwahrscheinlich, aber natürlich auch nicht ausgeschlossen. Damals, ganz zu Anfang der Suche, hatten Leute auch den Tipp, dass es vielleicht aus einer unveröffentlichten Autowerbung kommen könnte. Natürlich haben Leute dann den Autohersteller angeschrieben, der dann aber gesagt hat, nee, von uns ist es nicht, wir haben nie so eine Werbung gehabt und auch nie so einen Song genutzt, wir kennen den gar nicht. Und andere Werbung, die veröffentlicht ist, ist natürlich in vielen Fällen häufig dokumentiert, auf YouTube oder vielleicht in Privatarchiven oder wo auch immer. Und dort sind natürlich die Leute jetzt schon lange am Suchen und haben gar nichts gefunden. Wobei man natürlich sagen muss, wenn, dann kam diese Werbung natürlich aus 80er, vielleicht Anfang 90er Jahre und ob die dann natürlich überlebt hat auf irgendeiner Videokassette oder so, ist natürlich dann die andere Frage. Eine ganz abgespacede Theorie besagt, dass dieser Ausschnitt vielleicht einfach aus einem Paralleluniversum stammt und irgendwie in unser Universum rübergekommen ist und daher finden wir einfach nichts zu dem Song. Ganz einfach, weil er in unserem Universum gar nicht existiert bzw. existiert hat. Also das ist natürlich eher ausgedacht. Wäre natürlich ein schöner Kinofilm oder ein tolles Buch, aber lustige Theorie hat natürlich überhaupt nichts mit der Suche zu tun. Eine wahrscheinlichere Theorie ist, dass das vielleicht aus einer CD kommt, die ein Künstler auf der Straße verteilt hat. Natürlich nicht ausgeschlossen, denn es könnte sich wirklich um einen kleineren Künstler handeln, der in den 80er und 90er Jahren CDs von seinem Album auf der Straße verteilt hat, um mit der Hoffnung, etwas bekannter zu werden, das aber nicht geschafft hat und natürlich heute völlig unbekannt ist oder vielleicht schon gar nicht mehr existiert und was auch immer. Somit könnten von dem Song natürlich auch nur eine Handvoll Kopien existieren, die bei irgendwelchen Leuten nur auf dem Dachboden verstauben oder im schlimmsten Fall sogar weggeworfen wurden. Ist natürlich eine der wahrscheinlichsten Theorien und so bei einem anderen Künstler auch schon vorgekommen, auch Lost Media, und wurde dann gefunden. In dem Fall können wir dann hoffen, dass irgendjemand seine CD wiederfindet oder der originale Künstler sich meldet und den Song ins Internet stellt. Meine persönliche Theorie ist nun aber, dass es sich um eine Art Royalty-Free Music handelt, also sowas wie Kevin MacLeod und so, und die kann man dann natürlich ohne Lizenz nutzen. Das würde natürlich heißen, der Song könnte unter Umständen nirgends gelistet sein und nur auf einer Sample-CD mit lizenzfreier Musik zu finden sein. So etwas ist natürlich nicht selten, hat Nintendo zum Beispiel auch für Super Mario 64 genutzt. Die haben auch eine CD genommen bzw. ein Archiv mit Texturen, die die dann für ihr eigenes Spiel ein bisschen verändert haben. Zum Beispiel Metal Mario in seiner Spiegelung sind ja auch so Blumen. Und die sind dann auch so eine Textur aus so einer Sample-CD bzw. so einem Archiv. Deswegen ist nicht unwahrscheinlich. Kann natürlich dann eine Sample-CD sein, die man damals frei erwerben konnte. Kann natürlich aber auch sein, dass das eine Sample-CD ist, die nicht frei verkäuflich war, die vielleicht nur eine Handvoll mal hergestellt wurde und irgendwo jetzt in irgendeinem Tonstudio liegt und nie in den Verkauf geraten ist. Und somit wäre natürlich eine Suche auch wie die Nadel im Heuhaufen, denn es gibt unzählige, wenn nicht sogar Tausende, Hunderttausende, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt unzählige Sample-CDs, Archive und sowas und die alle zu durchsuchen mit tausenden Dateien und so, ist möglich. Ob man da natürlich auf ein Ergebnis kommt, unwahrscheinlich, in meinen Augen aber
trotzdem die wahrscheinlichste Theorie, dass einfach dieser Song irgendwo auf so einer CD liegt und nur gefunden werden muss. Was natürlich dann eher Zufall ist, dass man gerade die, warum auch immer, bei sich rumliegen hat, guckt die ein bisschen durch und auf einmal findet man den Song. Hofft man natürlich, dass das jetzt jeden Tag mal passieren könnte, dass irgendeiner sagt, oh, ich hab's gefunden. Muss man natürlich die Zeit abwarten, ob sowas passiert oder nicht. Und daher stellt sich für mich natürlich die Frage, ob man diesen Song überhaupt jemals finden wird. Es sind natürlich nun jetzt schon 3 Jahre vergangen und niemand hat wirklich etwas ausfindig machen können. Jegliche Suchen waren bisher vergebens und nach so einer langen Zeit kann man nur hoffen, dass der Originalsong, wenn er denn überhaupt existiert, zufällig eines Tages im Internet auftaucht.